Im Dresdner Olympiastützpunkt der Wasserspringer bin ich zu Gast bei der amtierenden Europameisterin Tina Punzel und Weltmeister Sascha Klein. Es geht los mit kurzen Aufwärmeinheiten im Schaumstoffbecken und natürlich der Frage, wie fühlt man sich als Europameisterin? In dem Moment, wo ich es gewusst habe, habe ich es gar nicht richtig geglaubt. Also ich musste wirklich dreimal in die Anzeigetafel gucken, um das zu realisieren. Ja, und dann habe ich mich natürlich gefreut. Mein Freund war mit in der Halle, das ganze Team war um mich rum. Also es war eigentlich ein total cooles Gefühl und man hat sich einfach nur gefreut in dem Moment. Glückwunsch! Mein heutiges Ziel, Salto mit anschließendem Kopfsprung vom 3-Meter-Brett. Dafür geht es zu Trockenübungen in diese Höllenmaschine. Die schneidet einem so richtig schön den Magen zu. Die Gefahr, sich zu übergeben, groß. Erste Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen. Ich krieg keine Luft mehr, alles wird abgeschnürt. Nicht schlecht. Was ist besser als mit Rauch? Brötchen und Knackwurst kommen hoch. Der Eimer steht dann schon. Ach, du bist ein Engel, Tina. Eins, zwei, drei. Ich seh nichts. Jawohl. Endlich geht es ab auf die Bretter. Nach 13 Jahren Training sieht das bei Tina dann so aus. Eine Mischung aus Körperbeherrschung, Dynamik und Eleganz. Nach einer Stunde Trockentraining bei mir sieht das dann so aus. Frontal mit dem Gesicht aufs Wasser, starke Schmerzen. Es wird Zeit, dass Sascha Klein übernimmt. Denn wenn mir einer helfen kann, dann ist es er, Mr. Wasserspringen persönlich. Größte Erfolge? Vize-Olympiasieger, Weltmeister, achtfacher Europameister. Bäm! Mit Saschas Siegermentalität und meinem unbedingten Willen merke ich schon beim Anlaufen, heute wird Großes passieren. Naja, irren ist menschlich. Normalerweise siehst du so aus. Wie so einer, gerade sehr männlich, der oder? In die Hose scheißt. Dynamik ist das Stichwort, mein Lieber. Was war das? Au. Nach 20 Sprüngen wird es langsam Zeit. Das 3-Meter-Brett ist weit entfernt. Es ist doch viel, viel schwieriger, als ich dachte. Aber dann. Das war super. Kann nichts hinzufügen, kannst auf 3 Meter gehen. 3 Meter sehen von oben dann doch schon ganz schön hoch aus. Die Angst, mit dem Salto blöd aufzuschlagen, ist groß. Aber was soll's, es hilft ja alles nichts. Volle Schlagseite, schon wieder frontal mit dem Gesicht ins Wasser. Doch dann geschieht beim zweiten Sprung ein kleines vorweihnachtliches Wunder. Form vollendet, dynamisch. Es folgt die Punktwertung des Kampfrichters. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, innerhalb von 3 Stunden sowas zu machen, ist eigentlich ziemlich schwierig und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es funktioniert, aber ich bin positiv überrascht.